Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Anleitung. Für diese Kindermütze, die ihr auch für alle anderen Größen häkeln könnt, benötigt ihr zuallererst euren Umfang. Also egal was für eine Größe, was für ein Umfang, minus 10%. Hier rechne ich dann 34 minus 10%. Als nächstes kommt dann eine direkte Kette aus halben Stäbchen. Ihr könnt auch mit einer Luftmaschenkette beginnen, auf eure Maße anschlagen und mit halben Stäbchen zurückhäkeln. Ich beginne mit zwei Luftmaschen, gehe in die erste Masche zurück mit einem Umschlag, hole den Faden durch, ziehe alle drei Laschen auf gleiche Höhe, häkel erst durch eine Schlaufe und dann durch drei. Somit habe ich mein erstes halbes Stäbchen. Danach einen Umschlag und in die gebildete Masche komplett einstechen, Faden holen, durchziehen, alle drei Laschen wieder auf gleiche Höhe ziehen, damit die Kette schön elastisch bleibt, durch eine Schlaufe für den Boden, worauf die Masche steht, und durch drei für ein halbes Stäbchen. Ein Umschlag, Faden holen, alle drei Laschen auf gleiche Höhe, durch eine Lasche und durch drei. Und so häkeln wir jetzt die Kette, bis wir auf unser Ergebnis gekommen sind. Nachdem ich die Reihe dann fertig habe, machen wir zwei Wendeluftmaschen und häkeln als nächstes eine Reihe halbe Stäbchen zurück. Stechen dabei in die komplette Masche ein. Das Ganze dann bis zum Ende. Und am Ende schließen wir den Rand gerade ab. Dazu steche ich seitlich so ein bisschen in die Masche. Mache dann wieder zwei Wendeluftmaschen und häkel noch einmal eine dritte Reihe mit halbe Stäbchen. Auch hier wieder in die komplette Masche einstechen. Und dann reicht das für mich für diese Breite vom Bündchen her. Wenn ihr noch ein breiteres Bündchen häkeln wollt, könnt ihr auch gerne noch eine Reihe dran machen. So, auch hier wieder das Ende der Reihe gerade abschließen. Und als nächstes kommt eine Reihe feste Maschen. Dazu nur eine Wendeluftmasche. Nun stechen wir in die hintere Lasche ein und häkeln eine feste Masche. Hinteres Maschenglied, eine feste Masche. Und so nun die ganze Reihe. Eine Reihe feste Maschen versetzt. Am Ende auch in die letzte Masche, in die hintere Lasche einstechen und abhäkeln. Nun kommen wieder halbe Stäbchen. Zwei Wendeluftmaschen. Nur diesmal beginnen wir mit einem Umschlag und stechen von unten nach oben ins vordere Maschenglied ein und häkeln das halbe Stäbchen ab. Ein Umschlag, vorderes Maschenglied und ein halbes Stäbchen. Und auch hier wird die ganze Reihe so abgehäkelt. Denn als nächstes kommen nochmal drei Reihen halbe Stäbchen, um die andere Seite anzupassen sozusagen. Und was wir jetzt mit den festen Maschen und mit diesen halben Stäbchen häkeln, das ist für den Knick, um das Ganze gleich umzuklappen und zu vernähen. So, also ich zeige euch das mal. Wenn wir das Ganze umklappen, haben wir hier einen schönen geraden Rand. Am Ende der Reihe genau das gleiche in die letzte Masche, auch ins vordere Maschenglied von oben nach unten abhäkeln. Danach wieder zwei Wendeluftmaschen und jetzt so wie hier unten nochmal zwei Reihen mit halbem Stäbchen dazu häkeln, sodass, wenn wir das umklappen, auf beiden Seiten gleich sind. In dieser Reihe allerdings wieder in die komplette Masche einstechen. So, nachdem ich dann meine drei Reihen habe, kann ich das umklappen. Beide Seiten sind gleich und verbinden wir. Dazu machen wir eine Luftmasche
nehmen uns jetzt die vordere und die hintere Masche und häkeln diese mit einer festen Masche zusammen. Vordere Masche, hintere Masche und gemeinsam mit einer festen Masche zusammenhäkeln. Vordere, hintere Masche, zusammenhäkeln. Und so die ganze Reihe. Und am Ende schaut ihr auch, dass ihr die letzten Maschen so gut wie möglich erwischt. So sieht es dann aus. Nun können wir das Ganze unverdreht verbinden. Den Faden jetzt noch nicht abschneiden, sondern wir werden jetzt hier den Rand vernähen. Und dazu nehme ich mir vom Bobbel von außen den Faden und schneide mir da etwas von ab. Fädel ich das Ganze ein und nehme es doppelt, indem ich unten den Faden zusammenknote, so kann ich ihn auch besser fixieren. Dann legen wir uns das Band so zusammen, dass es nicht verdreht ist. Schauen, dass unsere Häkelschlaufe an der Seite liegt, dass wir die nicht mitvernähen und gehen dann an den inneren Wänden und fixieren dort den Faden. Und jetzt gehen wir weiter an den inneren, immer von unten nach oben entlang. Dann können wir das Band zuklappen und die äußeren Wände zusammennähen. Wie gerade erwähnt, achtet darauf, dass ihr die Schlaufe, die wir so hängen lassen, nicht mit vernäht, da wir da gleich weiter häkeln müssen. Und wenn ihr die mit annäht, haben wir ein Problem. Ansonsten schauen, dass alles schön gerade vernäht ist. Faden fixieren, abschneiden und fertig. Und schon ist unser Bündchen so weit, dass wir weiter häkeln können. Als nächstes legt ihr das Maßband in der Mitte des Ohrs an und schaut, dass ihr oben bis Mitte des Kopfes abmesst. In diesem Fall sind es 12 cm. Diese teile ich mir durch drei Teile. Zwei Teile davon häkel ich gerade hoch und den letzten Teil, also 4 cm, sind dann für die Abmessung. Ich schließe über die Naht mit einer festen Masche, dass wir hier gerade drüber sind. Und ab hier wird jetzt mit halbem Stäbchen in die ganze Masche eingestochen und einfach immer im Kreis. Also nicht ab Naht die Richtung wechseln, sondern immer im Kreis häkeln, ohne Abschluss, rum, 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 bis ihr auf eine Gesamthöhe von 8 cm in meinem Fall gekommen seid oder auf eure Maßeinheit. Abgemessen wird von unten vom Bündchen, also die Breite nehmt ihr mit. Also ich brauche jetzt hier 8, weil die letzten 4 dann halt für die Abnahmen sind. Und das Maßband legt ihr dann unten am Bund an und messt hoch. Also ich zeige euch das nochmal kurz. Hier unten am Rand anlegen, hochmessen. Ich habe jetzt hier ca. 8 cm und nun kann ich mit den Abnahmen beginnen. Dazu brauchen wir 4 Marker. Den
farbigen setze ich mir am Anfang. Streiche das ganze Blatt und setze mir einfach nur Pi mal Daumen. Einen Marker rechts, einen Marker links. Dann klappe ich das Ganze um, sodass ich meinen Anfangsmarker mittig habe. Streiche das Ganze wieder glatt und setze den letzten Marker. Auf eine Masche mehr oder weniger zwischen den Markern kommt es hier nicht an. Das ist nur ungefähr, dass wir so unsere vier Markierungen relativ gleichmäßig verteilt haben. So, und dann machen wir einen Umschlag, gehen in die erste Masche, holen den Faden, in die zweite Masche, holen den Faden und in die dritte Masche und häkeln dann alle gemeinsam ab und setzen uns an dieser Stelle den Marker. Ist mir ein Marker flöten gegangen, nochmal schnell einsetzen. Danach häkeln wir zum anderen Marker rüber. Achtet darauf, dass ihr nach den Abnahmen die nächste Masche etwas enger zusammensetzt, sodass sich da kein Loch entwickelt. Und beim nächsten Marker stoppen wir eine Masche davor. Dann können wir den Marker rausnehmen, machen einen Umschlag, nehmen uns die erste Masche, die zweite Masche, die dritte Masche und häkeln auch diese wieder so eng wie möglich zusammen ab, damit sich dort kein Löckchen entwickelt. Marker reinsetzen und wieder bis zum nächsten Marker. Wieder eine Masche vor dem Marker aufhören, Marker rausziehen, einen Umschlag, erste Masche, zweite Masche und dritte Masche, alle gemeinsam abmaschen, Marker wieder reinsetzen und ab zum nächsten. So, und das Ganze macht ihr jetzt so lange, einfach rum, 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 bis ihr kaum noch Maschen über habt oder auch gar keine. Das kann jeder machen, wie er möchte. Marker wieder setzen. So. Und bis zum Anfangsmarker häkeln. So, also wie gesagt, das macht ihr jetzt so lange rum, 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 bis ihr keine Maschen mehr habt oder nur noch wenige. Das kann jeder machen, wie er möchte. Am Ende müsst ihr so oder so den Faden vernähen. Also so sieht es jetzt bei mir aus. Ich habe hier jetzt noch wenige und lasse das auch so, schneide den Faden ab und nähe mir die letzten Maschen zusammen. Lässt sich halt einfacher handeln und es bildet sich dadurch dann nicht so eine kleine Spitze. Das mag ich persönlich nicht so. Daher häkel oder nähe ich die Maschen glatt zusammen. Oh, fixiere den Faden und vernähe das Ganze und dann habe ich einen schönen glatten Abschluss, da ich jetzt hier kein Bömmelchen drauf machen möchte. Und so sieht die Mütze aus. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertungen dazu lassen, wie immer wichtig. Und damit ihr mir glaubt, dass das Ganze auch passt, zeige ich euch das hier nochmal an der Puppe. Also Köpfchen hinten ist alles schön glatt. Hier ist genügend Platz, um noch einen Finger zwischen zu machen. Also die Mütze ist nicht zu eng. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachhäkeln. Egal für welche Größe, hoffe, euch hat die Anleitung gefallen. Lasst die Nadeln glühen und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.